Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen, liebe Fußballfreunde. Willkommen in der Opel Arena. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05 gegen Bayern München. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Wir erleben hier heute ein großartiges Duell. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass es gleich losgeht. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Serge Gnabry steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Wird's jetzt gefährlich? Er spielt den Pass zurück. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Müller. Kimmich. Und Müller. Goretzka. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Guck mal, mit dem Pass suchen sie Lewandowski. Ja, sie können erst mal klären. Jetzt Robert Lewandowski. Chance zur Führung. Super Einsatz vom Torhüter. Ecke kommt von Kimmich. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball, viel zu ungefährlich. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Edmilson Fernandes. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Sie bekommen den Einwurf. Jeremias und Just. Der FC Bayern ist hier klarer Favorit heute, oder? Auf dem Papier schon. Und dann werden wir mal beobachten, ob sie das auch auf den Platz bringen. Kimmich. Müller. Coman. Kimmich. Goretzka. Gut abgeblockt. Thank you.
Kimmich führt aus. Da können Sie erstmal klären. Javi Martinez. Ziemlich defensiv, was Sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Sieht gefährlich aus. Das sieht vielversprechend aus. Kimmich! Kein Tor! Da blocken Sie den Ball gerade noch ab. Kurze Ecke. Der Ball kommt. David Alaba. Schuss kommt nicht durch. Alaba. Leon Goretzka. Coman. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Spiel geht mit Einwurf weiter. Boetius. Pierre Kunde Malon. Jetzt wird's gefährlich. Super Pass. Sie liegen vorne. Die waren klar schwächer, klar unterlegen. Und jetzt doch dieses Tor. Also jetzt bin ich mal auf die Reaktion gespannt. Das nenne ich effizient. Kaum kommen sie mal vors Tor, ist der Ball auch drin. Und damit konnte man nach diesem Spielverlauf nicht unbedingt rechnen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv. National waren sie so konstant wie vielleicht noch nie davor. Auch in Europa ging es weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Goretzka blockt den Schuss erstmal ab. Die Bayern mit dem Ballverlust. Auf außen. Hereingabe in die Mitte. Klasse vom Torwart. Er pariert diesen Kopfball. Weg ist der Ball. Goretzka. Kimmich. Pavard. Gnabry. Jetzt ist die Kugel weg. Schirmt den Ball da super ab. Karim Onisivo. Pierre Kunde Malon. Macht er gut. Nee, der Ball kommt zu hoch. Quaison. Alaba kann er klären. Wichtig. Coman. Müller am Ball. Ball verspringt, das war zu sehen. Das war trotz Bedrängnis keine gute Aktion. Moussa Niakate. Schirmt den Ball gut ab. Gnabry. Goretzka. Einwurf jetzt. Kimmich, Goretzka. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Jetzt haben sie den Ball verloren. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Szene immer noch gefährlich. Karim Onisivo. Robin Quaison.
Coman. Müller am Ball. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Kimmich. Müller. Leon Goretzka. Kimmich. Ah, oh, das könnte es sein. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ecke kommt von Kimmich. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da können sie jetzt flanken. Zieht nach innen. Souverän gemacht vom Torwart. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschüssen. Die Bayern dürfen anstoßen. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Goretzka. Thomas Müller jetzt. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Ja, kann den Ball auch auf engem Raum behaupten und ja, wirklich dann perfekt für seine Mitspieler auflegen. Pavard direkt wieder zurück. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Verteidigt da den Ballbesitz. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Boetius. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Pierre Kunde Malon. Tonali. Latza. Super dazwischen gegangen. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Alaba. Müller. Thomas Müller ist auch ein extrem unangenehmer Gegenspieler. Der Kerl gibt keinen Ball verloren und überrascht immer wieder durch ja, unorthodoxe Aktionen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Quaison. Ballverlust. Müller. Die Bayern mit dem Ballverlust. Da kommt der Pass auf außen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Jetzt ist die Kugel weg. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Levin Öztunali. Neuer Elfmann noch im Spiel. Fängt diesen Ball ab. Alaba kann ihn klären. Wichtig. Exzellentes Zweikampfverhalten. Ballverlust Bayern München. Sieht gefährlich aus. Freistoß und das ist auch die richtige Entscheidung. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen.
erhebliche Torentfernung. Das dürfte keinen Direktabschluss geben. Spektakuläre Rettungstat von Neuer, lenkt den Ball über die Latte. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. Super Parade. Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Ecke kommt ins Zentrum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Der FC Bayern wird hier gleich wechseln. Pavard und Thiago. Lewandowski. Thiago. Das könnte die Chance werden. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Abgeblockt. Da können sie erstmal klären. Gnabry. Lewandowski. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sie haben den Ball. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Jerome Boateng kommt rein, einer der besten Defensivspieler der Welt. Kimmich. Thiago jetzt. Boateng am Ball. Gnabry. Michael Cuisance. Lewandowski. Lewandowski, den muss er machen. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich in diesem Spiel. Super Abschluss, klasse vorbereitet. Ja, vor allem der letzte Pass war bockstark. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Latza. Pierre-Kunde Malon. Jetzt müssen Sie aufpassen. Schöner Zweikampf. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Michael Cuisance. Lewandowski. Und Thiago. Thiago mit viel Druck nach vorne. Da gewinnt er den Zweikampf. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Aaron Martin. Mainz weiter im Ballbesitz. Abwehr muss aufpassen. Jetzt ist es gefährlich. Lewandowski. Wenn Robert Lewandowski im Strafraum an den Ball kommt, ist er extrem gefährlich. Ja, gerade mit dem Rücken zum Tor kann er Zuspiele perfekt verarbeiten und immer wieder zum Abschluss kommen. Levin Öztunali. So, Platz für die Flanke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Levin Öztunali. Gut gemacht auf der Außenbahn. Boateng. Michael Cuisance. 3 Minuten sind's noch. Lewandowski. Und Thiago. Jetzt die Bayern im Angriff. Gnabry. Und jetzt Boateng. Serge Gnabry. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke, warten auf die Chance.
Und Javi Martinez. Boateng. Nun Javi Martinez. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.